Willkommen zum nächsten Part von Fire Emblem Sacred Stones. Also, wir waren stehen geblieben hier. Also, wir sind diese drei gegnerischen Einheiten. Das erkennt man an den roten Farben zufällig. Wir sehen, haben die Äxte. Der eine steht in einem Wald. Links oben sieht man, wie viel KP die insgesamt haben. Wenn wir jetzt R drücken, sehen wir auch, was für eine Klasse die sind. Kämpfer. Das sieht man an den Äxten. Dann sehen wir hier so ihre Stats. Dann was für eine Waffe die haben. Eine Eisenaxt haben die beide. Und der hier, das ist der Boss von dem Kapitel hier, der hat eine etwas stärkere Verteidigung. So, was ich jetzt auch noch sagen wollte zu den Waffen. Ihr wisst ja, hier Eirik hat ein Rapier, das ist ein Schwert. So, Seth zum Beispiel hat hier eine Silberlanze, eine Lanze und hier eine Axt. So, es gibt so ein sogenanntes Waffendreieck. Und das läuft so, dass ein Schwert gegen eine Axt stärker ist. Und eine Axt gegen Lanzen und Lanzen gegen Schwerter. Diese einzelnen Waffen haben auch verschiedene Sachen, die anders sind. Schwerter zum Beispiel machen eher weniger Schaden, aber mit denen trifft man öfters oder weicht öfters aus. Bei Äxten ist es genau andersrum, die machen mehr Schaden, mit denen weicht man aber nicht so, weicht man nicht so oft aus und trifft auch weniger. Und bei Lanzen ist es so ein Mittelding. Gut, dann wollen wir mal schauen. Wie weit kann er laufen? Kann so weit laufen? Dann lass ihn mal einfach mal kommen. So. Er verfehlt. Hier sehen wir das Kampfmenü. Wie oft man trifft. Ihr könnt ja mal Pause drücken und dann so sehen. Also, ihr habt ja gesehen. Der hat einmal angegriffen, hat verfehlt. Haben keinen Schaden erhalten. Wir haben zweimal angegriffen. Weil wir so eine hohe Geschwindigkeit und Geschwindigkeitswert haben. Und er so weniger und er so wenig Ausweichen und Fähigkeit und so. Also nicht Ausweichen, aber Fähigkeit, Geschwindigkeit, das war eins, was glaube ich. Ja. Fähigkeit, Treffer, Geschwindigkeit, Ausweichen. Also zwar Geschicklichkeit. So, es ist immer gut, die Gegner erst kommen zu lassen, anstatt selbst den ersten Zug zu machen, weil dann die Möglichkeit besteht, dass man mehr Schaden nimmt als nötig. Ihr habt gerade gesehen, ich habe Schaden gemacht, so, und dann können wir mal, wenn ich jetzt nochmal A drücke, habe ich hier verschiedene Optionen. Item, hier kann ich entweder Heilmittel oder meine Waffe auswählen, ich habe jetzt bisher nur eine. Kann ich tauschen mit Seth. Das mache ich aber jetzt nicht, dann kann ich warten, wenn ich gar nichts machen will. Wenn ich jetzt Start drück. So. Greif mal an. So. Und sie crittet. Wegen ihrer 14%igen Crit-Rate. Das ist eigentlich ziemlich hoch. Das liegt am Rapier hauptsächlich. So. Und da ist der nächste Gegner. Und dann sehen wir hier das Menü. Da haben wir unsere ganzen Einheiten. Dann noch ihren den Status, was wir machen müssen. Da sehen wir unser Team, da ist das Gegnerteam. Das Manual, das ist jetzt eher nicht so wichtig. Das sind die ganzen Dinger. Option, Inversion, Spielgeschwindigkeit. Ich mach mal schnell. Das geht ein bisschen schneller. Textgeschwindigkeit mache ich mal schneller. Tore ein. Einheit. Oh. Alles an. Ja, Fensterfarbe können wir vielleicht mal so lassen. Eigentlich auch ganz nice aus. So, ihr könnt jetzt eigentlich auch mit Seth angreifen, aber man trainiert die Einheit hier lieber nicht, weil die schon entwickelt ist und man lieber den Einheiten, die noch nicht entwickelt sind und wenig XP haben, den Vortritt, weil die meistens bessere Statuswerte dann haben, wenn man sie gemaxt hat, von den Werten her und von dem Level. So, wieder dasselbe Spiel, wieder vorbei. Diesmal crittet sie sogar beim ersten Hit. Und ein Crit macht genau dreifachen Schaden von einem normalen Angriff. Da hat sie ja gerade 10 gemacht und ja, deswegen wären es eigentlich 30 gewesen, aber weil er nur 20 hatte, Instant Death. Okay. Na, jetzt kommt Dialog. Nun bleibt nur noch ihr Anführer. Also, wie gesagt, hier ist noch der Anführer. Den lassen wir jetzt auch so ein bisschen kommen. Der hat immer so eine blöde Taktik. Wie war das? Glaubst du, könntest aufnehmen, jämmerliches Bürschchen? Komm, es ist höchste Zeit, dass ihr
hochherrschaftlichen Ritters das Respekt vor einem wahren Krieger beigebracht bekommt. So. Habt ihr gerade gesehen? Der hat immer so. Die Gegner versuchen sich natürlich auch in diese Terrain-Dinger zu verschanzen, weil die da auch Boni kriegen. Die AI ist nicht dumm. Deswegen warten wir nochmal. Der dürfte eigentlich rauskommen. Yep. Kommt raus. So, und dann sehen wir. Er hat schon mehr Leben, macht auch mehr Schaden. Und wir können ihn nicht zweimal angreifen. Das lässt sich auch doppeln. Wir können ihn nicht doppeln, weil seine Werte höher sind als die von den normalen. Er hat nämlich Guess von 7 und die anderen hatten irgendwie eine von 1. Deswegen schon ein bisschen Unterschied. Wir lassen ihn nochmal angreifen, weil wir nicht das Risiko eingehen wollen, zu sterben, weil das möglich wäre. Seht ihr, wenn wir ihn jetzt angegriffen hätten und getroffen worden wären und er jetzt nochmal getroffen hätte, dann wären wir tot. Und dann hätten wir nochmal neu starten müssen, weil Eirika Hauptcharakter ist. Und bei dem Hauptcharakter muss man neu starten. Bei Nebencharakteren nicht. Aber die Einheiten sind dann komplett weg. Und alle Items, die sie mit sich hatten. Was noch zu sagen gibt. Es gibt ja prozentuale Werte, wie oft man, wie sehr wahrscheinlich man trifft. Und ich habe das mal ausprobiert. Wenn ich jetzt im Emulator ein Save mache. Vom Emulator aus und nicht vom Spiel. Und dann etwas mache, was irgendwie 50%ige Chance hat zu treffen und verfehle. Dann lade ich nochmal den Save, also ist verfehlt, dann lade ich nochmal den Save, mache irgendeine andere Aktion, so dass der Random Number Generator, die RNG, umgeändert wird durch irgendeine bestimmten Werte. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert genau. Und dann trifft man vielleicht mit 40%. Also es kann durch viele Werte beeinflusst werden. Aber ich benutze ja keine Saves, weil das hier ein gescheites Let's Play werden soll. Was? Wie? So, da haben wir ihn gekillt. Komm, Level up. Ihr seht ja, 100, also man kann 100 Erfahrungspunkte haben. Das hier sind die Stat Growths, also wie viele Werte man bekommen hat. Und ich werde jetzt erstmal noch was dazu erklären. Wenn man Gegner angreift und trifft, bekommt man 10 XP. Wenn man ihn killt, kommt es je nach Einheit drauf an, welches Level sie sind, bekommt man mehr oder weniger XP. Weil es jetzt eine Boss-Einheit war, hat man ziemlich viel bekommen. Und ihr habt ja die Statuswerte gesehen, wie die gewachsen sind. Und normalerweise, wenn man schlechte bekommt, das ist ziemlich scheiße. Wenn man jetzt zum Beispiel nur einen Punkt auf KP bekommt oder so, das ist uns auf die anderen gar nichts, dann ist es echt scheiße. Aber die hier waren gar nicht so schlecht. Stärke wäre mir eigentlich lieber gewesen als die anderen Werte, aber Fähigkeit, Geschicklichkeit war es, glaube ich, und Verteidigung. Glück vielleicht auch, ich bin mir nicht sicher. Und KP. Das sind 5 Werte, ist eigentlich ganz solide, ganz in Ordnung, passt eigentlich. Das sind ganz gute Stat Growths, mit denen kann man sich eigentlich zufrieden geben. Prinzessin, seid ihr verletzt? Was? Oh nein, ich bin unversetzt, Seth. Ihr wirkt so bleich. Es geht mir gut, wirklich. Das ist Krieg, nicht wahr? Das ist nicht wie die Spiele, die ich mit meinem Bruder oder Lin zu spielen pflegte. Ich hätte nie gedacht, nein, ich wusste nicht, dass es so groß sein würde. Ich muss kurz Stopp machen, ich muss schauen, wie lang die Aufnahme ist. Also, bis gleich. War dann doch kürzer als erwartet, aber naja, weiter geht's. Ich wusste nicht, dass es so roh sein würde. Sind Worte denn absolut sinnlos? Ist Jacke alles, was zählt? Es ist so traurig. Warum verhält sich das Imperium von Grado so? Mit welchem Ziel haben sie diesen Krieg begonnen? Prinzessin. Keine Sorge, Seth. Ich werde mich nicht mit meinen Sorgen hingeben. Zieh mir weiter. Ich bin ungebrochen und ich werde nicht aufgeben, bis René es wiedererstehe. Ich gebe auch nicht auf, bevor ich nicht wieder mit meinem Vater und meinem Bruder vereint bin. So, 30 Minuten sind bisher, die wir gespielt haben, insgesamt. Kapitel 1, Flucht. Prinzessin Tana, Grados Streitmacht rückt an. Wie? Jetzt schon? Ah, wir hatten nicht genug Zeit. Milady, wir haben nicht genug Waffen, um unsere Stellung zu verteidigen. Wir müssen zu Schloss Strelia zurückkehren. Unmöglich, nicht jetzt. Wir haben Eirika und ihre Gefährten noch nicht gefunden. Eirika ist meine Freundin und sie braucht meine Hilfe. Ich lasse sie nicht im Stich. Oh, ich weiß. Ich gehe und bitte Vater, ich meine König Kaiden, um mehr Truppen. Ja, euer Hoheit. Eirika, bitte halte durch.
Kommandobrücke. Kommandobrücke. Der Feind scheint seine Stellung im Schloss zu verstärken. Wir sind zäh, aber sie werden uns nicht aufhalten können. Lauten eure Befehle, Sir. Ha, Befehle? Haltet eure Stellung und seht zu. Ich selbst werde sie zerquetschen. Wie ihr befehlt, Sir. Nachdem habt ihr die Crit-Animation von so einem Ritter gesehen. So, das ist ein Ritter. Jede Einheit hat eine andere Crit-Animation, was ich eigentlich ganz nice finde. Ha, das blüht euch, wenn ihr euch meine Lanze stellt. Habt ihr auch gesehen, dass Ritter Lanzen verwenden? Das sieht man auch an den Sprites, die sich bewegen. Sofort stehen bleiben, ruft eure Truppen zurück und kehrt um. Oder ihr werdet euch mit mir messen müssen. Ach ja, und wer mag so sein? Wer? Ich bin Tana, die Prinzessin von Frelia. Ich werde nicht zulassen, dass ihr mein Land noch länger bedroht. Frelias König ist Skurvy, ihr entgegenkommt. Lasst sofort dieses Schloss. Fügt ihr mir Leid zu, werden mein Vater und mein Bruder euch bis ans Ende der Welt jagen. Ja, ich hörte, wie abgöttisch König Hein seine kostbare kleine Tochter liebt. Finden wir doch heraus, wie sehr dies der Wahrheit entspricht. Du wirst mir eine nützliche Geisel sein, meine Liebe. Schnapp das Mädchen und sperrt es ein. Sofort so. Nein, lass mich los! Seth, sieh doch. Ich sehe es. Es scheint, als hätte Gralos Armee Frelia bereits erreicht. Prinzessin, dieser Ort ist gefährlich. Wir sollten Mulan meiden und direkt zum Schloss reiten. Aber wir können das nicht einfach ignorieren. Du warst dabei, als René es fiel. Du hast gesehen, was auch ich sah. Du hast gesehen, wie sehr das Volk unter der Knute von Gralos Soldaten leiden musste. Häuser wurden zerstört, Besitztümer gestohlen, Frauen entführt. Jeder, der Widerstand leistete, wurde ohne weitere Fragen, ohne zu zögern, exekutiert. Bitte, Seth, ich kann nicht zulassen, dass dies auch hier geschieht. Ich will nicht sehen müssen, dass noch mehr Menschen unter Gralos Grausamkeit zu leiden haben. Also gut, Prinzessin, ich verstehe, vielleicht können wir Mulan zurückerobern. Aber Prinzessin, muss mit größerer Vorsicht vorgehen. Auch euer eigenes Volk braucht euch. Selbstverständlich, Seth, komm, lass uns gehen. Okay, checken wir erstmal die Map aus. Also hier haben wir Häuser. Die geben einem plus 10 Ausweichen. Das ist auch ziemlich nice. Wir haben Wald, in ein Haus. Jetzt sehen wir eine neue Einheit von den Gegnern. Die gibt es auch nur bei den Gegnern. Das ist der normale Soldat. Das ist ein Speertypi, die sind nicht wirklich stark. Also von denen braucht man keine Angst zu haben. Aber trotzdem nicht vergessen, Waffendreieck. Schwerter sind nicht so gut gegen die. Aber am Anfang sind die meistens eh so schwach, dass man es eigentlich egal ist, was man dagegen verwendet. Hier sehen wir eine neue Ebene, also so ein neues Feld ist die Festung. Gibt einem Verteidigung plus 2, das ist auch richtig nice, und Ausdauer plus 20, Ausweichen plus 20, nicht Ausdauer, Entschuldigung. Und dazu noch regeneriert man, ich glaube 6 HP waren es, man regeneriert 6 HP pro Runde, in der man in der Festung drin steht. Das ist richtig nice. So, dann nehmen wir hier den Ritter, da sind auch noch ein paar Kämpfer. So, dann sehen wir hier den Ritter, das ist auch wieder so ein Boss, der ist Level 4, hat KP 20, hat eine Eisenlanze, eigentlich ganz normal, aber seine Verteidigung ist verdammt hoch für frühe Verhältnisse und der macht auch ziemlich viel Schaden, er trifft aber auch so gut wie nie, von daher. Nach unserem ersten Zug, ich will nicht, dass Seth von irgendwelchen Einheiten angegriffen wird und der die XP klaut, deswegen gebe ich jetzt mal das Zeug hier Eirika, das Heilmittel lasse ich aber ihm. Und lass ihn erstmal hier drin warten. Und geh mit Eirika hier hin. Und zwar, bis der Gegner kommt. Ist das die Prinzessin von Renés? Das muss mein Glückstag sein. Ruhm und Reichtum sind mir sicher. Vorwärts, der Schnecken, bringt mir dieses Mädchen. Es greift Seth an, weil er keine Waffe hat. Naja. Man bekommt auch XP, wenn man verfehlt oder angegriffen wird. Und ausweicht. Man bekommt aber nur ein XP, was, naja, ist. Sir Gilliam, ist das Mulan? Haben wir bereits Frelias Grenze erreicht? Ei, das haben wir. Ihre Hoheit, Prinzessin Tana, sollte sich im Schloss aufhalten. Aber seht nur, das Land wimmelt von Gralos Soldaten. Wo ist die Palastwache? Ist Mulan gefallen? Sind wir zu spät? Lässt sich von hier aus schwer beurteilen. Prinzessin Tana befindet sich nicht in Gefahr.
wenn sie als Druckmittel einsetzen, wenn sie, als Druckmittel einsetzen wollen. Die Männer der östlichen Garde werden für ihre Sicherheit sorgen. Ja, ja natürlich. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen los. Wir müssen das Schloss befreien. Danach reiten wir los, um Prinzessin Eirika beizustehen. Ich trage die stärkere Rüstung. Ich bin irgendwie spitze. Halte mir den Rücken frei. So, da haben wir zwei neue Einheiten bekommen. Also einmal Franz. Das ist ein Kavalier. Von denen habe ich euch schon mal erzählt, das sind diese berittenen Einheiten. Und dann haben wir noch Jillian, das ist ein Ritter. Ich will kurz das nachschauen. Ja, okay. Jillian ist eigentlich schon eine gute Einheit, aber ich bevorzuge den erstmal nicht zu trainieren. Ich mag den nicht so. Weil er ziemlich lahm ist. Seine Werte sind eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich lasse ihn erstmal, er ist auch schon Level 4. Und deswegen lasse ich ihn auch erstmal, seine Werte sind gut. Wie gesagt, Lanzenbenutzer. Lanzenbenutzer haben wir Franz. Das sind die interessantere von, ist die interessantere Einheit von beiden, meiner Meinung nach. Kavalier. Hat 20 von 20 HP. Ist eigentlich ganz gut. Und hat eigentlich ganz gute Werte für den Anfang. Stärke 7, Fähigkeit 5, Geschicklichkeit 7, Glück 2, Verteidigung 6, Resistenz 1. Also die Resistenz von denen ist meistens nicht so gut, das muss man sagen. Bewegung ist ganz gut, Kondition ist ziemlich hoch. Hilfe 16 ist sogar höher als die von Seth. Hilfe von Jillian ist zum Beispiel nur 13. Affinität, so, dann sehen wir. Und das Interessanteste an dem ist, er kann, wie Seth kann der hier zwei verschiedene Waffen verwenden, Schwert und Speer. Eisenschwert hat er, Eisenlanze, drei Heilmittel. Und ich bevorzuge es, den hier zu trainieren, weil er gefällt mir allgemein besser und ich finde das eigentlich auch ganz in Ordnung. So, mir gefällt mir auch von der Person her und allem. Vor allem hat er auch ein spezielles Gespräch mit einem meiner Lieblingscharaktere aus dem Spiel hier, deswegen. Gut, dann wollen wir anfangen. Also ich bevorzuge es, Jillian hier hinzustellen. Dann mit Franz, entweder mit der Eisenlanze oder dem Eisenschwert anzugreifen. Bei der Eisenlanze werden wir bei unwahrscheinlicher getroffen, deswegen machen wir das auch mal. Werden trotzdem getroffen, ist aber nicht so schlimm, weil wir eh viel HP haben. So, wir bekommen 34 EP. So, das Problem ist natürlich jetzt, wenn wir der Typ hier angreifen, ist natürlich klar, dass der Franz angreifen wird, weil Lanze und zweitens Jillian steht in einer Festung, das heißt, er wird ihn unwahrscheinlicher angreifen und vor allem hat Franz weniger HP. Aber wir gehen ihm einen Schritt voraus und töten den hier vorher mit Eirika. Eirika ist anfangs sehr, sehr zerbrechlich, wenn man nicht gute Stat-Growths kriegt. Ah ja, Resistenz hoch. Also, dafür weicht sie sehr oft aus. Und sie doppelt eigentlich auch fast alles. Also, es trifft fast alles zweimal anfangs. Seth lassen wir weiterhin hier so drin stehen, aber wir gehen hier mal das Haus besuchen. Ihr hört euch da stimmen, nicht wahr? Die Armee von Grado hat das Schloss genommen. Es scheint, als würden sie auch das Schloss zu kontrollieren. Ein geschenkter Zug. Das Tor bietet ausreichend Schutz. Auch kann man sich dort erholen. Wir müssen wilde Krieger sein, wenn ihnen nichts gelungen ist. Sei auf der Hut. Gut, und dann gehen wir nochmal in das hier, damit wir im nächsten Zug direkt da rein können, um das zu besuchen. Wir wollen ja die ganzen Dialoge und so alles mitbekommen. Dann greift wieder Seth an, verfehlt. So. Ich lass mal in ein Heilmittel nehmen. Hätte ihn jetzt eigentlich auch hier reinstellen können in die Festung, aber ich will nicht, dass ich direkt so angegriffen werde. Ich will eigentlich so eher, dass Eirika, naja, erstmal Jillian, damit Jillian den runterschwächen kann und Franz den angreifen kann. Damit es wahrscheinlicher ist, dass er ihn killt. Ich weiß gar nicht, ob er genau zu Franz hinkommt, aber mal schauen. Aber lassen wir killen jetzt erstmal mit Eirika, den hier. Wir werden auch fast gar nicht getroffen, weil wir im Wald stehen. Crit. Ach, schade, kein Crit. Aber Waffenlevel erhöht. Jetzt ist D. Jetzt können wir zumindest schon das Stahlschwert nutzen. Das ist sehr nice.
Weil dann mache ich jetzt das hier. Ich kann jetzt nicht mehr so mit Eirika machen, aber ich kann das so machen. Dass wenn sie angegriffen wird, dass sie das Stahlschwert nutzt, weil ich will das Rapier aufheben. Das braucht man noch später für manche Sachen. Deswegen will ich es mir aufheben. So. Ja, er wird schon eben angreifen, das ist sehr gut. Dann lassen wir das so. So, und dann habe ich noch Stahlschwerter benutzt. Die kriegt man massenweise. Eisenschwerter, Stahlschwerter kriegt man alle massenweise, glaubt mir. Aber Rapiere gibt's nur zweimal im Spiel, was ziemlich doof ist, aber es ist auch. Später gibt es auch noch stärkere Waffen. Und später ist es eigentlich auch fast egal, was für eine Waffe man verwendet, wenn man seine Einheiten gut trainiert hat, wenn ich ehrlich bin. Ah, seht ihr es? Hat gerade geheilt. So. Dann killen wir den mal. So, seht ihr zum Beispiel, Franz wird den nicht doppeln, weil er nicht so hohe Geschicklichkeitswerte hat. Oder der Typ da einfach nur selber zu hohe Geschicklichkeitswerte hatte. Naja, 7. Dann dürfte eigentlich eher höhere gehabt haben. So, ich bewege mich gleich, ich bewege mich hier ein Stückchen rüber. Wartet, Moment, ich will noch den Besuch hier machen. Der Ritter, der im Schloss sein Lager aufgeschlagen hat, trug die beste Rüstung, die ich jemals bestaunen durfte. Sah aus, als könnte sie jede Klinge abwenden, die gegen sie geführt wird. Aber ich kenne diese Art von Rüstung. Wenn ein gutes Rapier oder ein Panzerbrecher könnten sie durchdringen. Ein Panzerbrecher ist eigentlich ein bisschen wie ein Rapier. Bloß ein Panzerbrecher hilft nur gegen Ritter. Und ein Rapier hilft gegen Ritter und Kavaliere. Und ein Panzerbrecher hat auch nicht so gute Ausweichen und Treffenswerte. Macht aber dafür mehr Schaden als ein Rapier. Bekommen wir später noch. Kann ich einfach den vorlocken? Ich glaube aber, Julian würde den töten. Deswegen lasse ich das erstmal. Na doch. Ich glaube kaum, dass er ihn töten wird. Und du das? Ah, gut. Macht er nicht. So. Na, mit Franz. Den töten. So. Der hier hat wiederum so wenig Geschicklichkeit, dass ich selbst mit einem Schwert gegen eine Lanze ihn dopple. Worauf ihr auch achten solltet. Wenn ihr Kavaliere oder allgemeine Einheiten trainiert, die zwei verschiedene Waffen benutzen können, achtet darauf, dass ihr beide ungefähr gleichmäßig trainiert. Natürlich jetzt bei Kavalieren ist es klar, dass man öfters Speere benutzt, aber auch Schwerter. Glaubt mir, das bringt's, weil sonst müsst ihr später das machen und glaubt mir, das regt einfach nur auf, wie viel ihr da töten müsst, damit es mal geht und wenn euch dann die Waffen ausgehen und so ein Scheiß, das ist nicht schön, glaubt mir. Das wollt ihr nicht. So, dann machen wir noch das hier. Der wird angegriffen. Macht einen Hit. Oh, und da rechts unten sind Gegner gekommen. Was ein Zufall. Na ne, deswegen bin ich auch noch ein bisschen nach links gegangen. Weil ich gewusst habe, dass die kommen. Aber ich werde jetzt eher versuchen, so ein bisschen so tun, als wäre ich ein bisschen besser, so ein bisschen mehr überrascht, damit ich euch nicht versau. Ja, ich habe sie gefunden. Nachzug aus Renés, lass dir nicht entkommen. Da sehen wir einen Soldat. Der ist nicht wirklich stark. Die hier sind etwas stärker als die normalen. Ich glaube, die anderen waren auch so. Sind eigentlich ganz normale Einheiten. Nicht schwer. Nicht schwer. Sind ziemlich einfach. Den hier. Krieg ich den mit Eirika? Krieg ich den mit Franz? Na, ja, Franz. Also, euren Lord anfangs zu trainieren ist schon gut, aber. Der Lord bekommt später noch so viel XP, weil er dieses Rapier benutzen muss. Und das ist eigentlich ein Level-Up für jeden Panzerboss, sozusagen. Also jeder Boss mit so einem Panzer, und das hat fast jeder. Und das ist klar, ich glaube, jeder Boss hat so ein Ding. Und es gibt viele Bosse, die Ritter oder Kavalier-Dinger sind. Und da bekommt man, könnte man eigentlich sagen, für jeden von denen ein Level-Up. Und von daher, man muss noch so oder so genug Gegner töten. Deswegen lasse ich erstmal den hier Franz. Und zu den Job-Changes, also diese Beförderung, die bekommen die Lords, weil Eirika ist ja Lord, kommen die auch erst ganz spät.
Eirika wird mich aber, also ich kann euch eins schon sagen, Eirika wird mich in diesem Spieldurchlauf eh nicht so stark interessieren. Also jedenfalls so Anfang bis Mitte. Werdet ihr auch noch ganz später sehen, also etwas später sehen, warum. Lanze tötet, Schwert tötet, Schwert. Wegen Schwertkunst. Ja, ganz gute Werte. Stärke hoch, Fähigkeit hoch, Geschicklichkeit hoch. Lass mal vorkommen. Ich mach Seth hier als Kulder rein. So, dann greife ich den hier mit Iman. Doppelt schön. Hoffentlich weicht er aus. Er tut's nicht. Aber nicht so schlimm. Können ihn eh nicht finishen. Zumindest nicht der eine Soldat da. Weil ich den anderen Kämpfer jetzt gleich mit Eirika töten werde. Wir sind, ich kann dieses locker mit zwei Einheiten machen und schaffe das trotzdem auch ohne Jillim, deswegen. Ich will ihn lieber tot sehen, weil ansonsten gerät mir Franz in Gefahr, deswegen benutze ich jetzt mal lieber das Rapier. Das ist jetzt nicht so toll. Das ist überhaupt nicht toll. Ich muss kurz schauen. Angriff 11. Eirika hat 4 Verteidigung. Alter, hat Angriff 11. Verteidigung. Also sie wird es überleben. Ich gehe aber lieber eine Nummer sicher. So. Und rette. Weil Seth hat ja hohe Konverse. Hat genug Hilfe. Und Eirika hat fast gar keinen Kon. Deswegen. Sie eigentlich in Sicherheit ist. Und selbst wenn war noch Jillim da, aber ich glaube nicht, dass er so weit laufen könnte. Na doch, er konnte noch so weit laufen. Er hat sie auch noch retten können. Oder Franz hätte sie auch noch retten können. Und das Geile ist halt an Kavalieren und Rittern. Jetzt zum Beispiel, wenn ich die jetzt so absetzen lasse, ich lasse jetzt mal wieder absetzen, kann ich mich immer noch bewegen. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Selbst wenn ich jetzt schon eine Aktion gemacht habe, kann ich mich immer noch bewegen. Wenn ich mich nicht bewegt habe, kann ich mich noch die ganze Spanne bewegen, aber ich darf dann keine weitere Aktion mehr machen. Dann kann ich nur noch warten. So, und den kill ich jetzt mit Franz. Und tot. Und Level up. Genau, Level up. Also genau, 100. So, Stärke. Naja, das ist ganz in Ordnung. Auch wenn ich ihn jetzt lieber ein bisschen Verteidigung kriegen lassen würde. Ist es eigentlich ganz in Ordnung. Und Franz wird den Kill hier von dem. Also ich würde eigentlich gerne Franz so hoch wie möglich kriegen, dieses Kapitel, weil Eirika ist halt echt Müll. Wie ich schon mal gesagt habe, aber ich werde jetzt mich schon mal hier so ein bisschen um den rum versammeln. Und dann sehe ich euch im nächsten Part von Fire Emblem The Sacred Stones wieder. Bis dann.